Getränkemarkt Norderstedt. Grüße, moin. Hallo. Hallo? Ja, ich habe mal eine Frage. Wie lange muss der Opa noch machen, bis er immun ist? Wie meinst du jetzt immun werden? Gegen was denn? Gegen Covid. Gegen Covid? Ja, weil der trinkt seit Tagen Astra und sagt, das ist Schluckimpfung. Oh, also ich weiß nicht, ob der Opa das mit dem Astra vielleicht verwechselt. Hat er das aber aus Markt, das Astra? Ja, 4 Kästen und seit 4 Tagen ist er voll dabei. Ui, ui, ui. Und ist... Oh. Also, aber ist der Opa alleine? Bist du alleine beim Opa? Ja, ich bin jetzt beim Opa. Vielleicht nimmst du ihm mal das Astra wieder weg, ne? Opa, ich soll dir das Bier wegnehmen. Warte mal. Finger weg. Oh Gott, oh Gott. Schluckimpfung. Hallo? Wie viel darf er denn davon trinken und wann ist er immun? Die Astra kann man schon ein paar trinken, ne? Aber... wann ist er immun, ist die Frage. Weil Astra wird ja auch geimpft und er hat gesagt, intravenös gibt er sich das nicht. Ich sag mal, das Astra ist eigentlich... Das ist, also hast du gesagt, ich soll mir das Bier intravenös geben? Nee, also am besten er lässt es jetzt erstmal so ein bisschen da ruhen und legt sich mal hin. Ich glaube, das ist da im Moment die beste Variante. Und dann soll er mal zum Doktor gehen. Das verwendet ihr doch auch als Impfstoff, das Bier. Opa, sein Freund, der hat Astra gekriegt. Der hat sich das impfen lassen. Das glaube ich auch, aber bestimmt nicht das Astra, was wir hier im Laden haben. Ne? Das ist für die Schluckimpfung. Und wann ist er immun, ist die Frage. Ja, ich fürchte, so viel kann er gar nicht trinken, um immun zu werden. Also ich finde, 4 Kästen in 4 Tagen ist schon anständig. Ja, das muss man erstmal schaffen. Das ist schon eine Leistung. Aber ich glaube, ich fürchte, das hilft gar nicht gegen den Virus. Ne? Wie machen wir das jetzt mit dem Leergut? Zurückbringen oder holt ihr das ab? Gib mir mal die Adresse, dann holen wir das auch besser ab. Also, das wäre hier beim Radiosender? Oh, jetzt beim Radio mal sagen, oder wie? So ist es wohl. Dann holen wir das mal ganz schnell ab beim Radio, ne? Ja, Prost. Prost.